Das ist Turkesterone und ich habe die letzten 30 Tage jeden Tag 6 Kapseln davon genommen. Turkesterone hat in den letzten 2 Jahren in Amerika einen ziemlich großen Hype genossen und ich werde mit euch gemeinsam herausfinden, ob Turkesterone diesen Hype gerecht wird. Aber was ist Turkesterone eigentlich? Turkesterone ist ein Actisteroid. Und Actisteroide sind Steroide, die in Pflanzen und Häutungstieren produziert werden. Zu Actisteroiden und vor allem auf Turkesterone gibt es leider keine besonders gute Studienlage. Daher muss man sich hauptsächlich auf Erfahrungsberichte verlassen. Und diese Erfahrungsberichte gehen sehr stark auseinander. Alles, was ich in dem Video sage, ist meine eigene Erfahrung und kann bei euch komplett anders sein. Ich habe mich für das Turkesterone-Produkt von Harder Than Last Time Supplements entschieden. Da ist neben Turkesterone auch noch Ashwagandha drinnen. Aus Studien geht hervor, dass Ashwagandha das Cortisol-Level drücken kann und dass Cortisol und Testosteron eine Wechselwirkung haben, sprich wenn Cortisol höher ist, ist Testosteron niedriger und auch genauso umgedreht. Dadurch, dass Turkesterone das Testosteron-Level natürlich anheben kann, kann es helfen, wenn man Ashwagandha dazu nimmt, dass eben das Produkt noch besser funktioniert. Weiters ist ein schwarzer Pfefferextrakt enthalten. Aus Studien geht hervor, dass schwarzer Pfefferextrakt die Aufnahme von verschiedenen Vitaminen und anderen Supplements verbessern kann. Es gibt keine spezielle Studie mit Turkesterone, aber da es noch nicht wirklich viele Studien gibt, muss man mit dem arbeiten, das man hat. Heute ist der erste Tag und dass wir am Schluss feststellen können, ob das Ganze was gebracht hat, auch werde ich mir jetzt auf die Waage stellen und euch ein kleines Formupdate geben. Das Posing war jetzt ohne Pump oder irgendwas, sprich ich werde am Schluss von den 30 Tagen wieder ohne Pump und irgendwas und werde wahrscheinlich dann auch nochmal schauen mit Pump. Gehe mal davon aus, dass ich die ersten paar Tage sicher nichts merken werde. Und ja, viel Spaß. Neben der Optik werden wir auch schauen, ob die Gewichte im Training mehr werden. Als Vergleichsübungen werden wir uns da auf Bankdrücken und Kreuzheben beziehen. Als Vergleichswert fürs Bankdrücken nehmen wir dieses Video hier, das ist Ende April entstanden. Ich habe da schon mal angefangen gehabt mit dem Turkesterone-Experiment, bin dann jedoch krank worden und habe dann Mitte Mai nochmal neu angefangen. Ich habe hier 90 Kilogramm auf 4 Wiederholungen gedrückt. Ich denke, das hätte ich auch ohne Turkesterone verbessern können. Schauen wir, was möglich ist. Fürs Kreuzheben nehmen wir hier dieses Video, das ist auch Ende April entstanden. Ich hebe hier 230 Kilogramm auf 4 Wiederholungen mit Zughilfen. Gerade beim Kreuzheben bin ich sehr, sehr gespannt, ob ich mich hier verbessern kann, da es schon eine ziemliche ZNS-Belastung ist und ich denke, dass das vom ZNS-System her sehr spannend wird. Heute ist Tag 4. Ich habe jetzt noch nicht viel gemerkt, also vor allem optisch habe ich jetzt natürlich noch nicht viel gemerkt. Das wäre auch ein bisschen arg. Ich habe in den letzten 4 Tagen 3 Sessions gehabt, die waren eigentlich alle so wie es vorher auch waren. Gewicht hat den normalen Schwankungsbereich, den ich vorher auch gehabt habe. Ich habe am Anfang jetzt mit 83 eingebogen. Jetzt bin ich gerade immer so zwischen 83,5, 83,9. So, heute ist Tag 7. Das, was ich jetzt schon ein bisschen gemerkt habe, ist meine Pumps dann besser worden. Also zum Beispiel gestern beim Brusttraining. Meine Pumps waren richtig arg. Meine Regeneration ist gefühlt ein bisschen besser geworden. Also ich schlafe besser. Heute sind wieder Beine dran. Jetzt schauen wir mal, was geht. Heute ist Tag 27, wir schauen heute, wie viel bei der Bench geht. Ich habe gerade nachgeschaut, ich glaube am 2. Mai habe ich mal gepencht, da habe ich 90 Kilo auf 4 gedrückt, at 9,5. Ich meine, ich wäre zwar wahrscheinlich ohne Turkesterone auch ein bisschen stärker geworden, aber wir schauen jetzt heute, was geht. Jetzt sind 100 auf der Stange, ich würde gerne 4 schaffen, das wäre dann um 10 Kilo stärker als beim letzten Mal. Aber wenn es 2 oder 3 werden, bin ich auch komplett zufrieden, weil das wäre eh absolut crazy. Ja. Es hätte nur einer mehr sein können, aber das passt schon. Vom Kreuzheben hätte ich 2 Videos, die ich euch zeigen könnte. Einmal vom 8. Juni und einmal vom 13. Juni, sprich einmal Tag 24 und einmal Tag 29. Ich finde es dann beide Videos nicht unbedingt ein Indiz dafür, dass ich besser geworden bin. Am 8. Juni habe ich 250 Kilogramm auf 3 Wiederholungen gehoben, wobei mir bei einem der Griff aufgegangen ist. Und am 13. Juni, wo ich eigentlich die Maximalleistung erbringen wollte, habe ich nicht sonderlich gut geschlafen und habe dann 6 Stunden arbeiten müssen und habe auch nicht die Leistung erbringen können, die ich gerne erbracht hätte. Ich werde euch jetzt einfach beide Videos zeigen und ihr könnt selber entscheiden, was ihr damit macht. Go, go, go!
So, heute ist Tag 30. Wir werden heute genau dasselbe machen wie am Tag 1. Wir werden uns auf die Waage stellen. Also ich werde mich auf die Waage stellen. Ich werde euch ein kleines Form-Update geben und schauen, was sie verändert hat und ob sie was verändert hat seit dem Tag 1. Und wir werden darüber reden, ob sich die Investition in Decathlon gelohnt hat oder nicht. Wir starten jetzt gleich mal mit dem Form-Update. Das Licht und alles ist genau gleich wie beim letzten Mal. Bin jetzt auch nüchtern in der Früh, so wie beim letzten Mal. Ich will das Video gar nicht länger machen, als es sein muss. Daher kommen wir gleich zum Fazit. Bin ich stärker geworden, währenddessen ich Decathlon genommen habe? Ja. Bin ich signifikant stärker geworden? Ansichtssache. Wäre ich ohne Decathlon auch stärker geworden? Ja, hundertprozentig. Ich habe am Anfang, also ich habe sehr, sehr lange nicht Bankdrücken gemacht und habe einen Monat, bevor ich mit Decathlon angefangen habe, wieder mit dem Bankdrücken begonnen und habe dann am Anfang 90 Kilogramm auf 4 Wiederholungen gedrückt und am Ende von den 30 Tagen 100 Kilogramm auf 3 Wiederholungen. Ist schon eine extreme Steigerung. Vielleicht hätte ich die vierte auch noch geschafft, hätte es probiert, kann man jetzt im Nachhinein nicht genau sagen. Das heißt, nach so einer langen Trainingszeit, wie ich schon trainiere, das sind jetzt 5 Jahre, sind 10 Kilo beim Bankdrücken drauf klatschen. Auf alle Fälle sehr, sehr viel. Ich war im Bankdrücken nie besonders gut. Und 100 Kilogramm ist für mich schon eine extreme Hausnummer. Bis jetzt war mein Maximum 100 Kilogramm auf eine Wiederholung. Ich habe es aber auch nicht besonders viel geübt. Ich habe sehr, sehr lange Arme. Deswegen kann ich ja so viel heben. Beim Kreuzheben ist es auch nicht eindeutig zu sagen, ob ich wirklich stärker geworden bin, weil ich habe das am Schluss mit sehr, sehr viel Gewalt gemacht und war nicht besonders erholt. Das heißt, wäre ich vielleicht mehr erholt gewesen hätte genauso viel Gewalt angewendet, hätte ich vielleicht mehr zusammengebracht, das kann man alles nicht genau sagen. Das heißt, so dass ich jetzt sagen, ich kann jetzt nicht sagen, durch Decathlon bin ich auf einmal, keine Ahnung, so und so viel besser geworden. Da spielen extrem viele andere Faktoren mit. Und Decathlon hat es nicht geschafft, dass es alle diese anderen Faktoren überwiegt. Daher würde ich sagen, ja, hat es was gebracht, ich kann es nicht sagen. Optisch schaut das Ganze anders aus. Ich habe von Anfang an gemerkt, dass ich bessere Bumps gehabt habe. Ich habe mir in den Spiegel geschaut und habe mir gedacht so, ja, da passiert was. Und auch jetzt, wenn ich mir am Schluss das Video angeschaut habe, ich bin ein Kilo schwerer und habe meiner Meinung nach gleiches Körperfett, wenn nicht vielleicht sogar minimal niedriger. Das ist auch sehr schwer zu sagen, vor allem am Video. Ich bin trotzdem ein Kilogramm schwerer geworden. Das heißt, da hat sich auf alle Fälle was getan. Ob das ohne Decathlon auch passiert wäre, kann man auch wieder nicht sagen. Ich habe gemerkt, dass ich besser geschlafen habe. Vielleicht spielen da auch wieder andere Faktoren mit. Man kann sich alles irgendwie auf andere Faktoren ausreden. Man könnte aber auch sagen, alles was jetzt passiert ist, dass ich 270 fast gehoben habe, dass ich beim Bankdrücken stärker geworden bin, dass ich fülliger ausschaue, ist alles 100% nur wegen Decathlon. Könnte man auch sagen. Ist es so? I don't know. Würde ich dir empfehlen, dass du dir Decathlon kaufst. Wenn du Trainingsanfänger bist, würde ich vorher schauen, dass du alle anderen Sachen machst, dass du deinen Schlaf optimierst, dass du deine Ernährung optimierst, dass du mindestens 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß zu dir nimmst, dass du lernst hart zu trainieren und dann kannst du eventuell anfangen mit Kreatin und dazu vielleicht Beta-Alanin konsumieren und wenn du dann irgendwie nach ein paar Jahren das Maximum erreicht hast, dann würde ich sagen, ist es vielleicht wert, dass du das Geld in die Hand nimmst für Decathlon. Ich habe jetzt für 5 Dosen Decathlon 150 US-Dollar bezahlt, wenn man nicht alles täuscht. Das heißt, die 5 Dosen waren für 50 Tage, sprich eine Dose eben für 10 Tage. Das geht schon ganz schön ins Geld. Wenn man das jetzt hochrechnet auf ein Jahr, dann brauche ich insgesamt diese Menge 7 Mal, sprich 7 mal 150. Das heißt 1050 Euro, circa 1050 US-Dollar. Alleine für die Decathlon jedes Jahr. Geht schon ordentlich ins Geld. Aber wenn du sagst, du willst natural unbedingt das Optimum erreichen und du willst alles in deiner Macht Stehende tun, um das Optimum zu erreichen, ist Decathlon auf alle Fälle meiner Meinung nach ein Supplement, das man in Erwägung ziehen soll. Neben Kreatin, Beta-Alanin, Ashwagandha, einfach damit der Schlaf besser wird, das Cortisol niedriger wird, dass durch Decathlon eventuell das Testosteron höher wird, beziehungsweise die Muskelproteinsynthese angekurbelt wird. Das sind alles Sachen, die vielleicht überall 1-2% mehr machen. Und wenn du überall diese 1-2% mitnimmst, du hast 4-5 naturale Supplements, die dir überall 1% geben, sind das auf einmal 5%, die du besser bist als vorher. Und die 5% können, wenn du jetzt sagst, du machst Wettkämpfe, auf alle Fälle den Unterschied machen. Und da würde ich dann wahrscheinlich schon das Geld in die Hand nehmen und Decathlon probieren. Noch dazu kann es sein, dass du ein Hyper-Responder bist, sprich, dass du auf Decathlon viel, viel besser reagierst als ich. Kann aber auch sein, dass du viel, viel schlechter reagierst und dass bei dir absolut gar nichts passiert.
Das ist auch von Typ zu Typ zu verschieden. So wie es auch bei Kreatinstudien gibt, dass Leute sagen, es passiert gar nichts. Es gibt Leute, die sagen, keine Ahnung, sie sind auf einmal Arnold Schwarzenegger geworden. Genauso ist es beim Dorkestron auch. Und auch wenn jetzt eine Studie rauskommt, die sagt, dass es nichts bringt, kann es immer noch sein, dass es für dich was bringt. Das musst du immer für dich selber wissen. Genau, in diesem Sinne, danke, dass du dir das Video bis zum Ende angeschaut hast. Und wenn du mehr von mir sehen willst, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, die Glocke anmachst und mir ein Like da lässt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.